würde versuchen, um mal zu sehen, woher der Wind weht. Nun, ich habe diese Kolonien ja nicht selbst. Ich weiß, dass die Daten für die Familie Kerosa sehr wichtig sind. Und Asana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich Serena finde? Sie ist nicht mehr hier. Oh, Ihnen hat sie doch geholfen, nicht wahr? Sie hat einen Außenweltjob angenommen. Bo hat sie nicht gesagt. Sie hat mir etwas für Sie gegeben. Ist wohl eine Nachricht oder so. Ich höre es mir später an. Ja, klar. Man sieht sich. Shepard, ich war gerade unterwegs zu einem neuen Leben, als die Nachricht kam. Das Miststück ist tot. Das heißt dann wohl, dass Ihr Freund lebt und seinen Job zu Ende gebracht hat. Sagen Sie ihm, wenn ich ihn jemals treffe, gebe ich ihm einen aus. Viel Glück. Legalisiert wird. Alle Gefahren stehen klar und deutlich auf der Verpackung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Oh nein, was hat sie getan? Hat sie jemanden umgebracht? Ganz ruhig. Ich muss nur mit ihr reden. Sie ist die erste Justikarin, die je zu uns gekommen ist. Ich mache mir Sorgen, dass sie das Feuer eröffnet. Sie ist vor einigen Stunden zum Raumhafen gegangen. Wenn Sie dorthin wollen, können Sie sich an dem Stand auf dem Balkon da ein Taxi kommen lassen. Seien Sie einfach höflich, wenn Sie ihr begegnen. Justikarinnen verkörpern unsere höchsten Gesetze und bleiben normalerweise im Gebiet der Asari. Sie ist den Umgang mit Aliens nicht gewohnt. Wo wollen Sie denn hin? Ich bringe meine Ware nach Omega, Detective. Sie gehen nirgendwo hin, Händler. Nicht bevor ich diesen Mord aufgeklärt habe. Ich hatte nichts damit zu tun. Es waren diese üblen Söldner, die Sie offenbar nicht loswerden. Das Opfer war Ihr Geschäftspartner und Sie gehören zu den Verdächtigen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn Sie gehen dürfen. Was ist mit der Justikarin, die gerade aufgetaucht ist? Alle sagen, sie dreht vielleicht durch und greift zur Waffe. Ich muss hier weg. Sie schießt nur auf Kriminelle. Sie hätten also mit Sicherheit nichts zu befürchten, Pitney Four. Ich bin auf dem Revier, wenn Sie mich brauchen. Was wollen Sie? Ich habe schon Söldner an den Hacken, die mich umbringen wollen, genau wie meinen Partner. Ich brauche nicht noch mehr Ärger. Als ob das nicht schon genug wäre, ist heute Morgen auch noch eine Asari-Justikarin aufgetaucht. Alle Einheimischen haben Angst vor ihr. Ich muss von diesem Planeten verschwinden. Sagen Sie mir, wo ich die Justikarin finde. Sie ist in der Gasse, in der mein Geschäftspartner ermordet wurde. Ein Detective hat den Tatort abgeriegelt. Wenn Sie dorthin wollen, müssen Sie mit ihr reden. Ich muss jetzt gehen.
Die Polizei gibt es nicht zu, aber die Eclipse-Schwestern beherrschen diese Gegend. Hier gibt's nichts zu sehen. Weitergehen. Hübsche Waffen. Bitte nicht in meinem Bezirk abfeuern. Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Wenn Sie eine Rechnung mit Samara zu begleichen haben, dann bitte woanders. Ich habe hier schon mehr als genug Ärger. Ich muss Samara für meine Mission rekrutieren. Dann sind wir auch schon wieder weg. Justikare arbeiten zwar normalerweise allein, werden aber nahezu magisch von unmöglichen Aufgaben angezogen. Dann wird dir unsere Mission gefallen. Wenn Sie sie aus meinem Bezirk rausschaffen, bringe ich sie umgehend zu ihr. Sie ist am Tatort. Sie sind sehr begierig darauf, Samara aus Ihrem Bezirk zu kriegen. Meine Bosse wollen, dass ich sie einsperre. Sie haben Angst, sie würde irgendeinen Vorfall mit mehreren Spezies provozieren. Aber ihr Justikar-Kodex lässt nicht zu, dass man sie verhaftet. Wenn ich es versuchen würde, müsste sie mich umbringen. Ich will aber nicht sterben. Wenn Sie sie also mit irgendeiner ehrenvollen Sache fortlocken könnten, bevor ich meine Befehle erfüllen muss, würde mich das sehr freuen. Und ich würde Ihnen behilflich sein. Wie komme ich zum Tatort? Es ist gleich um die Ecke. Gehen Sie raus und dann links. Suchen Sie nach der Polizeiabsperrung. Ich sage Bescheid, damit man Sie durchlässt. Vorsicht! Die Eclipse-Söldnerinnen hier treiben sich seit kurzem in diesen Nebengassen herum. Ich muss gehen. Viel Glück. Wir sollten Samara finden, bevor dieser Detective sich auf die Suche nach ihr macht. Ich wollte früher auch mal Justikarin werden. Vermutlich wie jeder Asari. Wir haben alle erledigt! Das waren meine besten Leute. Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin. Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden.
Mein Name ist Samara und ich diene dem Justicar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Ich bin Commander Shepard und ich brauche Ihre Hilfe bei einer wichtigen Mission, Samara. Das ehrt mich, aber ich stecke mitten in einer Ermittlung. Die Chancen sind miserabel, fast schon selbstmörderisch. Und dafür brauche ich die Besten, also Sie. Ich fühle die Wahrheit in Ihren Worten und Sie beschämen mich. Aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen Flüchtling her. Ich hatte Sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben Sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, Sie würden den Menschen begleiten, Justicaren. Ich habe Befehl, Sie zu verhaften, wenn Sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem Sie Ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit Ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich Sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Ich besorge den Namen des Schiffes. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney Four ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier und Sie muss ich wohl mitnehmen. Ich danke Ihnen, Shepard. Hallo Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Warum sind die Söldner hinter Ihnen her? Ich weiß nichts von irgendwelchen Söldnerinnen, Erdenclan. Ich bin nur ein unschuldiger Kaufmann, der sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Eclipse macht Jagd auf Sie. Wenn Sie am Leben bleiben wollen, bin ich Ihre beste Chance. Ja, Sie haben recht, Erdenclan. Ich bin verzweifelt. Wütende Söldnerinnen sind hinter mir her und jetzt auch noch diese Asari-Justikarin. Lassen Sie uns reden. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Ich muss in die Söldnerbasis und Sie werden mir dabei helfen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht! Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Hallo Leichen. Jetzt kommt's. Konzentration führt zu schweren Gewebeschäden. Ich schlage eine geringe Dosierung vor.
haben sie erwischt! Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Sie stecken in einer feindlichen Uniform und deshalb werde ich sie jetzt umlegen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich hier wirklich erwartet. Hauen Sie ab, Elnora. Und wenn Sie nur bei Rot über die Straße gehen, werde ich Sie finden. Ja, Sir. Okay, ich gehe. Danke sehr. Damit lässt sich was anfangen. Thank you.
Söldnerin. Ich habe mir meine Uniform letzte Nacht verdient, als ich diesen dämlichen Volus umgelegt habe. Aus nächster Nähe mit Explosivkugeln. Hab dem Dreckskerl den Anzug ordentlich geöffnet. Ich kann's kaum erwarten. Nora war die Mörderin. Wir hätten das Miststück töten sollen. Detective Anaya wäre daran bestimmt interessiert. Jäger über uns! Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Pitney Four 2000 Einheiten Minagen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Das ist zwar nicht die Information, die Samara braucht, aber es beweist, dass der Volus ein Verbrecher ist. Ich bin sicher, dass Detective Anaya daran interessiert wäre. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich bin ein biotischer Gott. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe. Denn sie stehen vor dem mächtigsten Biotiker aller Zeiten. Ja. Es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht. Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Gehören Sie zu Pitney Fours Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Er hat ihr Verschwinden nicht gemeldet. Vermutlich, weil sich sonst seine Abreise verzögern könnte. Wenn's hart auf hart kommt, verkaufen einen sogar die Freunde für ein paar extra Credits. Pah! Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten. Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Shepard, wenn dieser unfähige Volus auf unserem Schlachtfeld rumspringt, bringt er uns alle in Gefahr. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Angriff. Ein unseliger Wind umweht Wasea.
Captain der Eclipse-Schwestern, mir nach! Das war gemein, aber ziemlich lustig. Stille, so mag ich das. Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von ihr weggeschmuggelt haben. Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie! Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Von dem Schiff ist hier irgendwo zu finden. Das muss das Schiff sein, nach dem Samara gesucht hat. Sollen wir zum Polizeirevier zurückgehen und ihr den Namen geben? Oder uns erst ein wenig umsehen? Wir haben Zeit. Sehen wir uns noch etwas um. Sollen wir zum Hauptplatz des Raumhafens zurückgehen? Dann los. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten. Also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben, und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Die Normandy liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe Sie an Bord. Ich muss auf Sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen Ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden.
meinem Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justicar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Sie werden für unsere Mission von großem Wert sein. Es freut mich sehr, Sie dabei zu haben. Und mich freut, das zu hören. Ich werde an Ihrer Seite kämpfen, Ihre Feinde töten und Ihre Freunde beschützen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Dann los! Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir Sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren.